Hey, ihr kleinen Spioninnen und Spione, willkommen zurück zu Swan Song. So, da sind wir. Bei unserer kleinen. Wir machen mal weiter mit dem Erkunden und wir suchen noch ein paar Informationen für den Prinzen. Mal gucken, was wir ausgraben können. Sehr geehrter Mr. Dunham, wie gebeten, habe ich die von Ihnen genannten Spender für die Wiedervereinigungsparty vorbereitet. Sie können um 21 Uhr im Salon Rouge abgeholt werden. Ich denke, dass Ihre Gäste. Entschuldigung, von der Qualität der Auslese, die sie ihnen anbieten, beeindruckt sein werden. No, he's not there. Ja. Where are you, Mr. Teddy? Und ich hoffe, dass sie die Früchte ihrer Arbeit zu schätzen wissen werden, Betty. Suchst du deinen Teddy? So, did you find your Teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes. I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will! Alles klar. Vielleicht können wir noch ein bisschen den Hunger stillen an so einem Gefäß, das da rumrennt. Was haben wir denn hier? Suche nach. Maybe I'll find a way to read it. Mr. Dunhams Floppy Disk. Eine Floppy Disk, die in der Aktentasche von Richard Dunham gefunden wurde. Man braucht ein Spezialgerät, um sie zu lesen. Ein Spezialgerät. Ja, ist klar. Nennt sich auch Diskettenlaufwerk. Wenn es sowas überhaupt noch gibt hier, sowas Antiquiertes. Überlegst, auf die. Passen 1,4 Megabyte, das ist heutzutage gar nichts mehr. No, da sind Fotos ja schon größer. Where are you, Mr. Teddy? Aha. Archivierter vertraulicher Bericht 1978. 6. März, Ursprung unbekannt. 13 Mitglieder des Hofes litten mehrere Minuten lang an einer plötzlichen kollektiven Panik. Also ich gerade, weil hier ist schon wieder eine Mücke. Quentin King, unser Prinz, fordert eine Untersuchung. 1988 nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne schlüssige Ergebnisse eingestellt. 31. Oktober, Ursprung unbekannt. Die Diener in den erstgeborenen Wohnungen. Oh, kannst du bitte mal mit deinem. Oh, Sprachfehler. Summten eine Stunde lang dasselbe Lied. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Keine schlüssigen Ergebnisse. Hier. 31. Oktober, Ursprung unbekannt. Die Diener in den Gemächern des Prinzen lachten eine Stunde lang hysterisch. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Ja, keine Ergebnisse. 7. Mai, Miss Hazel Iverson, unser Prinz, berichtete, dass sie während ihrer Rede eine plötzliche und kurze geistige Störung spürte oder verspürte. Miss Hazel Iverson, unser Prinz, fordert eine Untersuchung. Nach Untersuchung abgeschlossen, Bericht persönlich übergeben. 8. August, unbekannt. Mehrere Mitglieder des Hofes empfanden über Minuten ein Gefühl des nahen Todes. Ja, Bericht noch nicht abgeschlossen. 31. Oktober, unbekannt. Die Diener übergaben sich mehrere Minuten lang. Die anwesenden Gäste hatten die ganze Nacht hindurch unkontrollierbare Schreianfälle. Okay, was ist das denn bitte? Dass die hier total durchdrehen, die Leute. Das muss ja irgendwie. Oh. Wow, das ist echt ein uralter Computer. Also, das muss ja echt irgendeine Art Blutmagie gewesen sein. I see guilt. Richard often asked me. Okay. Ach, gruselige Bilder. Na dann. Only Richard would still use that. Konsultieren. Lobbydisk. Sehr geehrter Miss Iverson. Wie von Ihnen gewünscht, kam Mr. Underwood in den Salon Rouge, um eine Beurteilung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Hartford Tremere durchzuführen. Wir können bestätigen. Dass die Produktion verdreifacht werden kann, sofern wir den Betrieb in unseren Keller erweitern. Ich denke, es wäre klug, eine Reserve zu bilden und nur ein Drittel unserer Produktion für Hartford bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden wir auch einen temperaturkontrollierten Lagerraum zur Verfügung stellen. Was Ihre Fragen zur Praxis angeht, würde ich Sie bitten, die Formeln, die ich herausarbeiten konnte, nicht in Ihren Vereinbarungen zu inkludieren. Auch Mr. Underwood ist der Meinung, dass wir sie geheim halten müssen, um den Vorteil dieses Abkommens zu wahren. Wir finden beide, dass wir sie überreden können, Tremere nach Boston zu schicken, um die Blutstabilisierungstests durchzuführen und eine bessere Alternative wäre. Ja gut. Was die industrielle Produktion von mehr als 400 Einheiten pro Woche angeht, so bin ich eher vorsichtig. Aktuell bin ich in der Lage, alles allein in meinem Labor herzustellen.
Zu Beginn mehr anzustreben würde einen Umzug erfordern. No, not there. Where are you, Mr. Teddy? Und würde sicherlich die Aufmerksamkeit unserer Rohstofflieferanten auf uns lenken. Ich hoffe, Ihnen die fehlenden Informationen für Ihre Diskussion über dieses Abkommen geliefert zu haben. Das, abgesehen von dem großen Fortschritt, den es der Wissenschaft ermöglichen wird, zweifellos der Beginn eines neuen Boston unter ihrer Herrschaft sein wird. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Dunham. Richard must have had a breakthrough. If Hazel's interested in it. Okay. Kann ich bitte diesen Teddy finden, dass das Kind aufhört, die ganze Zeit zu reden? Ich guck mal weiter. Gibt's hier noch was? Ich will, dass das alles so ein Blutrot ist hier. Ugh, impossible. It's locked. Ah, toll. Ja gut, das ist ja ein Sperrbereich. Eigentlich logisch, dass es abgeschlossen ist, aber wir haben doch einen Schlüssel dafür. Oh. Gut, dass die Kräfte nichts kosten. Können wir uns eigentlich jetzt nur hier oben umsehen oder auch unten irgendwo? Guck mal. Wir konnten jetzt mit ihr überhaupt keine Deduktionsarbeit leisten, so wirklich. Oder generell irgendwas machen. Oh, shit. Locked from the other side. Echt jetzt? Na toll. Aber hier haben wir ja alles gemacht. Da muss ich wohl doch jetzt zu der Kleinen und sagen, dass wir fertig sind, oder? Computer haben wir durchsucht. Haben wir alles durchsucht. Das Bild haben wir uns angeguckt. Ja, wir konnten halt leider nicht das Büro von MacAndrews untersuchen. Weil sie kann sich halt nicht enttarnen, leider, mit der Fähigkeit, die wir jetzt haben, an Verdunklung. Aber gut, so sparen wir uns jetzt halt auch, die ganzen Leute nochmal abzuklappern. Das ist ja auch ganz nett vielleicht. Ich fände es halt super, wenn die Hauptakteure, Akteurinnen im Moment ja nur, wenn die komplett andere Gebiete durchsuchen würden und nicht immer dasselbe hier. Aber es gibt bestimmt noch andere Schauplätze. Ich bin gespannt. Sind wir mal gespannt, ne? Oder eine Typ, der Blödmann, der wird uns bestimmt verraten bei dem Prinzen. Finde ich uncool. Was steht da? Asylum Ward? In der Tasche? Eieiei, da oben sind überall Bücher. Ja, Kleine, wo hast du denn Teddy? Sag mal. Was ist der? Ja, irgendwo muss er ja sein, aber bestimmt nicht hier, ha? Huh? Vielleicht irgendwo sehen? Vor allem auch komisch. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Oder was gerade Vampire hier, also in dem Universum, die können sich im Spiegel sehen, offensichtlich. Wusste ich halt gar nicht mehr. Are you almost done? Ja. Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Ja, ich glaube, das können wir machen, oder? Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Hmm. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Yeah. Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a mem. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh. I understand his recent illusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on.
I had a vision. I knew you would. What did you see? Was I in your vision? I think it was me. My forehead was on fire. All right. Do you have any idea what it could mean? Not in the slightest. Are you disappointed? The important thing is that you're starting to have visions again. I also found that at Jara's. A file on the party. It's a record of everything Journey did. That could be useful. Give it to Delson on your way out. Anything gnädig. Else? Aha. Ich habe gnädig bekommen. Eigenschaften gnädig. Lass dich nicht vom Erscheinungsbild täuschen. Journey war unschuldig und Leisha hat dabei geholfen, es zu beweisen. Ihre Fähigkeit, anderen zu schmeicheln, hat sich verbessert. 10% Erfolgschance bei einem Unentschieden in Rhetorik. Ah, sehr schön. That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes. One of my servants just came back from his bar, the Red Salon, as that's where he does his research. I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Leisha. Okay, sie ist also so ein bisschen das Schoßhündchen vom Prinz. Jede Szene endet mit einem Überblick über deine Erfolge, Fehlschläge und Empfehlungen, was du hättest anders machen können. Für jeden Erfolg erhält dein Charakter Erfahrungspunkte. So, was haben wir denn? Nichts ist fehlgeschlagen. 20 auf die nächsten Erfahrungskosten, Auspacks, genau. Erfolg. Du hast zugelassen, dass dich die Vorahnung übermannt. Du hast den Prinzen die Dokumente gegeben, die garantiert Journeys Namen reinwaschen. Du hast dir angehört, was Hilda McAndrews beschäftigt. Du hast einen Brief von Dejan Siaka gefunden, der seine Präferenz für das Salem-Gildenhaus bestätigt. Und du hast dem Prinzen erzählt, was im Brief von Dejan Siaka stand. Aha. Ja, du hast die Unterhaltung zwischen MM und Journey belauschen können. Du hättest etwas über Beryl Underwoods Beweggründe herausfinden können. Ja, wie gesagt, ging schlecht. Nichts ist fehlgeschlagen. Noch was? Ja gut, der Hof des Prinzen von Boston ist in Aufruhr, der Code Red wurde ausgerufen. Das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. MM, Leisha und Galeb werden vor den Prinzen zitiert. Also Galeb ist wohl auch noch ein spielbarer Charakter, ja? Alles klar. Oh. MM, come here. I know what you're gonna say. Go on, I'm listening. You want to know why Journey isn't with me? I'll tell you why. Yes, please. I'm all ears. Oh nein. Ich kann nichts machen. Was? Sie denken, dass Journey sich gewehrt hat? So tun, als hätte es sich überlistet? Oh nein. I was afraid for her. I convinced her to flee. I was afraid she'd be held responsible for tonight. I didn't want to take any risks. And you're just confessing like that? To my face? Do you realize what you've done? I'm seeing to... Oh, warte mal. An ihrer Stelle. MM hat andere Wesen getroffen, die mächtiger sind als sie selbst. Vorerst. Das ist die Gelegenheit für sie, sich mental auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Minus 10 auf die nächsten Erfahrungskosten des Attributs geistig. Things myself. Go in the next room and await your new orders. Eieieiei, okay, aber sie ist einigermaßen gnädig noch mit uns. Wir hätten auch eine richtig harte Strafe kriegen können. Oh, was ein Scheiß. Ja, du hättest den Prinzen, also erstmal gucken, ja.
Du konntest Janet dazu überreden, sich dem Prinzen zu widersetzen und zu fliehen. Du hast eine Unterhaltung über Journey belauscht. Du konntest dank ihres Geruchs Journeys letzte Schritte nachvollziehen. Du hast die Verantwortung dafür übernommen, dass du dich dem Prinzen wissentlich widersetzt hast und Resonanzbonus Geschwindigkeit. Ah ja. Okay, und ich hätte dem Prinzen eine Lüge darüber auftischen können, was mit Journey passiert ist. Habe ich aber nicht. Scheiße. So, Galeb Bazori, ewiger Beschützer. Sterbliche Könige hatten ihre Lakaien, die Prinzen von Boston haben Galeb. Herrscher können kommen und gehen, doch Galeb bleibt und seine Gegenwart am heutigen Abend verheißt nichts Gutes. Okay, ich mach mal Freiskillen wieder. Er hat nur 130 Punkte, interessant. Okay, Seelenstärke. Verteidigt gegen die Fähigkeiten des Gegners. Erhöht die Siegeschance 50%, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Generiert 2 Blut, also 2 Hunger. Präsenz. Ah, guck mal, der hat... Okay, Ausbecks kann man nicht skillen. Okay, interessant. Ehrfurcht. Gewährt Zugriff auf Präsenz als Dialogoption. Auch interessant. Und Beherrschung. Die Fähigkeiten, andere zu befehlen und sie in Marionetten zu verwandeln. Ja, Präsenz ist eine Disziplin, die mit Charisma verknüpft ist, um die Gefühle der Ziele in deiner Umgebung zu beeinflussen. Und Seelenstärke, körperliche und geistige übernatürliche Belastbarkeit. Ja, ich würde sagen, Samthandschuhe. Oder Silberzunge. Verhindert, dass der Gegner sich auf seine Fähigkeiten konzentriert und Beherrschung vielleicht. Nee, wäre glaube ich nicht so gut. Gesellschaftlich, geistig ist Psychologie. Ja, ja. Ich glaube Weisheit, Schlussfolgern. Da haben wir eigentlich auch leider schon fast alles. Rhetorik vielleicht noch. Überzeugen. Nee, komm, machen wir da jetzt weg. Gesellschaftlich machen wir noch eins rein. Rhetorik, Überzeugen, Psychologie. Ja. Ich glaube, Präsenz finde ich wichtiger für ein Ventrue. Bin ich halt wieder so, ja, auf allen Wegen so ein bisschen unterwegs. Auch ein bisschen blöde, ne? Egal. Ich glaube, Spezialisierung wäre gar nicht mal so schlecht, aber fürs erste Mal spielen hier will ich dann doch alles so ein bisschen mitnehmen, wenn es geht. My Prince. Delson. Bazori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Galeb. You haven't lost your touch, I hope. The code red is linked to the unification party with the Chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drury, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancelai heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. How may I be of service? Go and see Caius, with Jara gone. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Galeb. Okay. Er ist halt auch sehr ergeben, dem Prinzen, aber ich weiß nicht so ganz. Es ist halt... Ah, ich
Ich würde halt gerne mal so ganz andere Richtung einschlagen. Mit MM habe ich mich jetzt quergestellt. Okay. Ja, dann schnieke einen Anzug an. Bin übertreibt nur ein bisschen so mit dem Lidschatten. Was ist denn hier los? Gibt's Stress? My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Mhm. Ein Mitglied der Erstgeborenen hier oder er wirkt angespannt? Oh, wow, ich kann es nicht. Ja, das bringt halt nichts. Guck mal, ich kann nicht mal mit Rhetorik, kriege ich hier nicht. Ich kann mit Psychologie, aber auch da ist nur wenig Erfolg. Wie schade für ihn. Ich versuch's mal. Scheiß drauf. Hab ich gewonnen? Ja! This isn't just a courtesy visit. You need him. I have some messages I need to deliver. They must be important. It's too bad it's forbidden. Security is one thing, but business won't wait. You can't put your accounts aside for a minute. The expression time is money is bandied about, but most people don't understand the real meaning of the phrase. I do. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Galeb Bezori's progeny, aren't you? Boah, ich kann den Typen nicht ab, ne? Ja, bringt nichts. Nicht verteidigen. Ah, was soll ich machen? I hope that the prince will allow me to, shortly. I hope so for your sake. Who knows? Plappermaul. Warte, muss kurz gucken. Galeb hat nicht richtig aufgepasst und zugelassen, dass sein erstes Kind zu ihm gekommen ist. Das wird man sich merken. Seine Autorität ist untergraben. Oh nein, minus 10 Erfolgschance bei einem unentschiedenen Einschüchtern. Scheiße. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Oh, dieser ekelhafte Typ, ne? Oh, Dialogbelohnung plus 2. Alles klar, wir haben ja gewonnen. Nee, ich kann ja nicht ab, den Typ. Beryl Underwood, so unsympathisch. Oh, der wurde schon 1869. Okay. Geboren mit einem goldenen Löffel im Mund. Ja, ja, Geburtsrecht, Ventruvi aus dem Bilderbuch. Aber warum haben wir den gezeugt? Also Galeb, warum hat, also gezeugt, ja, warum hat er den erschaffen, besser gesagt? Ekelhafter Typ. Na gut, vielleicht war er damals anders. Ist ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen seitdem, ne? Furchtbar. Was haben wir denn hier? Schlussfolgern. Was handwriting. He was trying to contact his associates. This is a handwritten list. These names sound familiar. Mm-hmm. Mr. Bezori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Mhm. Mr. Leto is very busy. Also die Kapuzenhacker, die sind ganz gefährlich. Caius Leto. Oh ne, ich guck erstmal. Was haben wir denn hier? 10 Jahresbericht über Evolution der Sterblichen und Verfall der Umwelt. Verschmutzung und Verfall der Umwelt gehören zu den derzeit größten Problemen des Planeten. Diese Geißeln finden ihre Ursache in einer Vielzahl von Faktoren, die sich negativ auf die grundlegenden Funktionen des Ökosystems und damit auf die Nachhaltigkeit allen Lebens, aller Ressourcen und die Existenz der Sterblichen auswirken.
Diese Umweltprobleme, insbesondere die globale Erwärmung, sind derzeit sehr besorgniserregend für die Zukunft unseres Planeten und folglich auch für die Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Qualitätsniveaus unserer Blutversorgung. Für die Umweltverschmutzung und Zerstörung sind mehrere Phänomene verantwortlich. Überbevölkerung. Sie stellt eine Gefahr für die Umwelt dar, denn das Bevölkerungswachstum erfordert mehr Gebäude und mehr Nahrungsmittel, was zur Abholzung, Übernutzung und Verschmutzung des Bodens führt. Erzeugung von umweltschädlichen Abfällen. Die von Menschen produzierten Abfälle sind eine der Hauptursachen für die Umweltzerstörung. Sie stammen aus einer intensiven und unvernünftigen Produktion von chemischen Produkten. Diese Abfälle aus Industrietätigkeiten, Fabriken und Krankenhäusern sind eine Quelle für toxische Emissionen. Die Produktion im großen Maßstab ist auch eine Bedrohung für die Umwelt, da sie zur Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung führt und direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen hat. Mama, was hat der Joghurt für eine Geschmacksrichtung? Mikroplastik. Ja. Wird bald kommen. Oh nein, ich habe nicht genug Weisheit. Das ist Scheiß. Bloodtests from the Red Salon. She always said she preferred paper to digital. Na toll. Er kann es nicht lesen, weil er nicht schlau genug ist, oder was? If you want to talk, go see Mr. Leto. Mr. Leto is in the server room. Aha. Was? Semisekularer Bericht, was lese ich hier? Über die Entwicklung der Demografie der Welt der Sterblichen. Erneut sind alle Indikatoren für die Weltbevölkerung positiv. Seit der letzten Volkszählung hat sie sich verdoppelt, was ein großer Lichtblick ist. Es sei doch auch darauf hingewiesen, dass dies vor allem die Ballungsräume betrifft. Diese Entwicklung sollte überwacht oder sogar zum Ende des Jahrtausends umgekehrt werden. Wir verweisen auf eine weitere wichtige Angelegenheit, die genau überwacht werden muss. Die sinkende Qualität der Sterblichen. Trotz des Trends zu ökologischem und natürlichem Verzehr, den wir in letzter Zeit gefördert haben, lässt sich aufgrund des sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichts die Tendenz des Qualitätsverfalls bei unseren Sterblichen nicht umkehren. Außerdem stellen wir einen quantitativ zufriedenstellenden Zustand unserer Ressourcen fest, der auf Kosten ihrer Qualität geht. Ja. Überbevölkerung. Vielleicht wird ja auch irgendwann hier mal die Ein-Kind-Politik eingeführt oder so. Ich finde, also, gibt ja noch Leute, die haben heutzutage echt 5, 6 Kinder oder so. Can I help you with something? If I can do anything to help, let me know. Anything. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. Anything, sir. Oh, ich kann auch rennen jetzt endlich. Es aussieht im Anzug rennen. Voll unpassend. Ich gehe morgens immer mit meinem Maßanzug joggen. Kai's office. The key card must be in there. Aha. Kann ich leider alles nicht. Caius Leto, was haben wir denn hier? Zack, wo bist du denn? Caius Leto. Ja, Nossi, 2000. Bücherwurm wurde, also Caius wurde 1957 in Brooklyn geboren. Seine einzigen Erinnerungen an seine bescheidene Kindheit sind die an die örtlichen Büchereien, die ihm Zuflucht vor der Trostlosigkeit des Seins spendeten. Und so weiter. Kanalratte, Iversens Hof, ja. Den haben wir ja schon gesehen. Er hat einfach mal seine Nase verloren, der arme Kerl. Alter, ich bin halt echt zu blöd für alles. Mark Nightingale, Janine Jones, Clara Fitzpatrick und so weiter. Mr. Leto isn't in his office. Ach. Meinst du? Zip. Hast du nicht gesehen, ne? Are you supposed to be here? Ja klar. Immer. Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. Ja. Falsch. Was auch einfach lustig wäre, überall den Laptop so zu beanspruchen, dass, oder generell die Computer, dass es gesperrt wird, das System. Da muss man erstmal Microsoft anrufen, um sein Konto wiederherstellen zu können. Ah, so richtig fies, dass er Arbeit hat für nix, weißt du? Warum? Für was habe ich jetzt die Karte? So, die magnetische Schlüsselkarte öffnet die Tür zum Serverraum des Prinzen. Sie gehört Caius Leto. Ja gut, dann gucken wir mal im Serverraum. Mr. Underwood slammed his door. That's a bad sign. Oh, that's a bad sign. Please keep it down. Lass es leise sein. Trampel mal hier ein bisschen rum. These servers hold all of our secrets.
I understand why they're so well protected. Ach, da ist er ja, Kaius. Hat er sich versteckt im Serverraum, oder was? I'm working on something important. Ist schön warm hier, ne? Ich arbeite auch an was Wichtigem. Ingredients and side effects. Boah. Ja, vor allem vor aller Augen das Ding einfach mal hacken. Eine gute Idee. Und wenn das Passwort weiß, ist es kein Hacking, nur mal so. Leute, ich mache immer Schluss. Das war's für dieses Mal mit Vampire. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren und vielleicht klickt ihr auch beim nächsten Part wieder rein bei Swansong. Dankeschön, auf Wiedersehen.